heute sind wir in Wangen-Schwyz. Matthias, was hast du heute hier genau gemacht? Gut, ich hatte die Freiheitsstreichler Gäste bei der Freien KMU. Das ist ein Anlass, den man sehr unterstützt. Es ist gut für die Schweiz. Es geht um den 13. Juni. Da du gerade mit dem heutigen Tag einsteigst, kann man sagen, der 5. Juni hier in Wangen-Schwyz, ein weiterer Sieg für die Eidgenossenschaft. Es ist zwar noch im Gedächtnis der Tag der Schande der Behörden Aarau, 8. Mai, doch der ist noch mehr weggespült als schon vor einer Woche. Wir sind da gewesen, um am 13. Juni ein Ergebnis zu erzielen, wo für die Eidgenossenschaft gut ist, für die Freiheit, für friedfertige Menschen, die ihre Freiheit leben wollen, in persönlicher Souveränität und in einem souveränen Land. Und diese Sache können wir heute unterstützen. Wir haben den Geist von 1291, von der Urschweiz, auch ich als Zürcher, wo dem Geist erneut beitreten bin, freiwillig, wie hier die alten Zürcher und Berner der Waldstädte beitreten sind. Diese Energie haben wir heute bringen heute auf Wangen-Schwyz. Matthias, bist du ein Eidgenosse? Ich bin persönlich ein Eidgenoss mit Leib und Seele. Der Leib ist gesund und furchtbar. Die Seele ist gleich feinfühlig wie robust. Gott sei Dank, der Götter sei Dank und mir Seele sei Dank. Vergesst nie, wenn ihr Götter lobt und Gott, euch selber auch zu loben, wenn ihr das so seht. Ja, Eidgenosse, ja. Nicht nur von der Abstammung her. Alle vier Grosseltern sind aus einem Zürichbiet. Eine Urgroßmutter ist aus Singen. Singen, Baden-Württemberg, das ist Ausland, ja richtig, immer noch alemannisch, sogar der gleiche Volksstamm, wie wir Deutschschweizer sind. Eidgenoss nicht nur wegen der Abstammung und wegen der Prägung im Elternhaus und in der Schule, sondern auch aus einem Verständnis, aus, was die Eidgenossen, sind historisch. Die Eidgenossen heisst so wegen dem Eid von 1291, auf der Weise, die ja Rütli heisst. Die wollten die Freiheit bewahren. Es war nicht ein Drang, ein Austritt aus dem Deutschen Reich, sondern sie haben gemerkt, die neuen Könige des Deutschen Reichs haben nicht mehr automatisch das Freiheitsrecht besiegelt. Von den Talschaften, von den Städten. Stadt Zürich und Stadt Bern sind schon reichsunmittelbar gewesen, seit 1218. Da hat man so ein bisschen geknausert. Habsburg hat angefangen, eine Art modernen Territorialstaat einrichten, der wollte alle drei Gerichtbarkeit haben. Niedere, mittlere, höhere Gerichtbarkeit. Wir haben das nicht wollen. Unsere Alten sind freie Bauern und Zähnen und Hirten. Wehrhafte Menschen, die den Boden selber gerodet haben und als freie Bauern ihren eigenen Boden bewirtschaftet haben. Und als solche sind sie frei gewesen. Der Geist ist nachher übernommen worden von allen jetzigen anderen 23 Kantonen. Mit dem Jura haben wir 26. Und Eidgenoss, in dem Sinn bin ich durchaus. Wir können da nicht in Detail gehen. Das als in mir tief rein verankertes Bewusstsein, ja, ich bin Eidgenoss. Wunderbar. Welche Pflichten und Rechte hat ein Schweizer? Sehr sympathisch, Nico, dass du da mit dem Wort Pflichten anfängst. Denn viele Schweizer, vielleicht sogar Schweizer, die sich als Eidgenossen bezeichnen, reden nicht so gerne über Pflichten. Man kennt dann auch, schon noch gut seine Rechte, aber Pflichten, ja, das ist dann vielleicht ein anderes Thema. Natürlich weit verbreitetes Pflichtbewusstsein ist vielleicht im globalen Vergleich verhältnismäßig sehr gut, das mag sein. Doch nebst dem Recht, die politischen Rechte kennen wir, gesellschaftlich und so weiter, die Rechte, denke ich, kennen unsere Leute. Die Pflichten sind eben die, wenn man es in wenigen Sätzen sagen will, dass man eine Verfassung kennt, an der aufgehängt, sage ich Nicht-Jurist, sind Gesetze und Verordnungen. Gesetze, auch die Verordnungen dürfen der Verfassung nicht widersprechen. Warum ist das so wichtig? Aus rein formal-juristischen Gründen. Aber auch historisch, innerlich. Wie sind Menschen innerlich? Was haben sie für ein Wesen, was beseelt sie? Verfassung 1848 erschafft, 1874 total revidiert, vor ein paar Jahren total revidiert, ist eigentlich
die moderne Fassung von 1291. Damit ist der Bogen geschlossen zum Wort Eid. 1291, Eid, Rütli, Eidgenossenschaft. Und die hat natürlich auch Pflichten. Unter anderem Pflicht, jetzt leider sehr aktuell, wenn Teil von der Behörden und von der Politik die Verfassung mit Füßen treten. Es ist unangenehm, das auszusprechen. Ich spreche es aber als Feststellung aus. Dann wehrt sich der freie Mann, die freie Frau für die Verfassung, die so bitter und hart erkämpft worden ist von Generationen vor 1848. Sie war angebahnt vor 1848. Man hat sie hier in die modernen Bahnen gelenkt, von einem modernen Rechtsstaat. Pflichten heissen eben Achtsamkeit gegenüber der Verfassung, wie gegenüber einem Mitmensch, allen, die da leben, wie gegenüber sich selber. Ist das Schweizer Volk lethargisch? Warum gehen so wenige auf die Straße? Warum nimmt man das alles so in Kauf und sieht zu, wie die Bundesverfassung sich auflöst? Sehr schmerzhafte Frage, denn ich muss sie mit weitgehend Ja beantworten. Es ist traurig, lethargisch, habe ich schon einige Mal analysiert, warum das so ist. Damit sage ich ja, das Schweizer Volk ist nicht absolut, ist recht weitgehend lethargisch. Für mich persönlich ist der Grund klar, Jahrzehnte des Wohlstandes. Wir haben schon mittelalte Leute, die nichts anderes erlebt haben als Wohlstand. Ab den 50er Jahren ist die Wirtschaft hochgeschossen, wie verrückt. 74 Ölkrise, Wirtschaftskrise, ab 75 dann noch ein bisschen gröbere Schwankungen. Später 08 Lehman Brothers Krise, wo auch uns eine Pleite, wo eine Krise auch für uns ein bisschen bedeutet hat. Das hat uns lethargisch gemacht. In den 50er hat man genossen und Freude gehabt, zu Recht einen vollen Mittagsteiler und auch zur Abend einen vollen Teiler zu haben. Aber jetzt, 70 Jahre nach dem Jahr 1950, sind viele von uns lethargisch geworden aus dem Grund. Und es ist auch menschlich, es ist nicht auf die Schweiz bezogen und auf Deutschland, Österreich. Wenn der Mensch einen grossen Teil von seinem Leben oder das ganze Leben im materiellen Überfluss lebt, dann wird er tendenziell lethargisch und das sind grosse Teile von uns leider ja. Ist die Eidgenossenschaft in Gefahr? Die Eidgenossenschaft ist in Gefahr, das ist sehr ein harter Satz. Ich hätte mir nie vorstellen können, vor 2 Jahren das zu sagen. Heute, du stellst sehr traurige Fragen, wichtige Fragen. Ich brülle innerlich, indem ich ja sage, aber es geht da nicht darum zu brüllen in der Öffentlichkeit, sondern es geht darum, Fakten anzusagen. Die Eidgenossenschaft ist in Gefahr, nur schon darum, weil die Verfassung von, das ist zu wiederholen, Teil von der Behörde und Teil von der Politik mit Füßen getreten wird. Damit ist die Eidgenossenschaft in Gefahr. Warum schaut man da so bedenkenlos zu? Warum dreht man sich um? Warum schließt man die Augen, die Ohren und den Mund? Ich könnte sagen, aus Lethargie, die entstanden ist aus den Gründen, die wir schon skizziert haben. Es ist im Moment so, dass wenn jemandem, der hier lebt, etwas nicht missfällt, zum Beispiel ein Gesetz, das nicht mit der Verfassung übereinstimmig ist, das schon moniert und dann aber jetzt habe ich doch so streng in der Arbeit und die Tochter ist seit langem krank. Man hat dann gerne Ausflüchte, um nichts zu unternehmen. Es ist menschlich. Doch jetzt wird die Bedrohung von der Eidgenossenschaft, die du ansprichst, so akut und immer offensichtlicher, dass nach meiner Einschätzung die Minderheit, die aktiv für die Verfassung kämpft, zunimmt. Die nimmt zu. Ich kann für die Freiheitsstreichler reden. Ich bin einer von vielen Freiheitsstreichler und einer von vielen aktiven Freiheitsstreichler. Wir haben so viele hellwache Köpfe. Jeder kann etwas, was alle anderen nicht gleich gut können. Wir wachsen. Die Freiheitsstreichler wachsen. Und so mache ich einen Dreisatz und folgere die gesamte Freiheitsbewegung. Sie wächst. Und das ist Zuversicht. Das bedeutet Zuversicht. Wir wachsen. Und ich gehe davon aus, wir gewinnen. Siehst du also auch in der ganzen Angelegenheit momentan also auch einen schweizerischen kulturellen Verlust?
Ist es das der Grund, warum ihr euch zusammengetan habt, ihr Triechler, ihr Freiheitstriechler? Weil die gibt es ja erst seit wann? Seit wie vielen Monaten? Wenige Monate. Ja. Seit zwei Monaten vielleicht gibt es euch Freiheitstriechler. Ihr habt euch ja wie, kann man das so sagen, abgesplittet aus den Vereinen und habt euch selber zusammengetan? Dort ist sicher der Name Andreas Benz zu erwähnen, der schon letztes Jahr Triechler gegründet hat, ohne Pomp, ohne formell zu sein. Und jetzt seit, soll ich sagen, zwei Monaten, sehr schwierig, seit zwei Monaten, sie wachsen seit Altdorf. Also ich bin dabei wegen der Bilder von Altdorf. Wir erinnern uns, die Polizei, die ein Cordon gebildet hat, ein Sperium, der Wilhelm Teil, sein Denkmal, nicht um ihn zu schützen, es ist sehr traurig, sondern um das Volk trennen vom Teil. Und dann die Reichler, die sind an dieser Kundgebung, die gestossen sind durch den Polizeicordon. Das fließende Wasser, lernen wir vom Wasser, das fließende Wasser, dort, wo es Platz gibt, sind gestossen. Als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gewusst, müsstest du dabei sein, Matthias, dabei sein. Und gerade nächste Woche ist dann Schaffhausen, ist nicht gegangen. Ab der Woche darauf bin ich an jeder Kundgebung dabei. Ja, du hast recht, auch die Freiheitstriechler hat Andy Benz aus bestehenden Triechler genommen und hat eine neue Entität geschaffen, kann man sagen. Was motiviert euch? Also was hat also euch tatsächlich berührt? Jetzt nicht nur Altdorf, sondern was berührt dich? Ich frage jetzt mal speziell dich. Was berührt dein Herz? Was berührt deine Seele? Warum tust du das? Warum gehst du jedes Wochenende oder sogar noch unter der Woche noch also halt auf die Straße und sagst, ich möchte mich einsetzen und das ist mir auch sehr, sehr wichtig und es berührt mich. Ja, drei Phasen. Erstens seit über 20 Jahren, seit den 90er, ich bin 54 Jahre alt, seit den 90er, seit Mitte 90er, bis sehr früh, habe ich nach der wunderbaren gymnasialen Ausbildung, wirtschaftswissenschaftlich, die ist ja nach schulwissenschaftlicher Sicht sehr gut in der Schweiz, im Vergleich sehr gut. Da gibt es nur noch Deutschland, Österreich und einzelne Elite Institute in England und USA und anderen Ländern, wo sehr gut sind. Aber auf die ganze Nation bezogen, hat die Schweiz sicher ein sehr hohes Bildungsniveau. Nicht bezogen auf das, was für die letzten 1000 Jahre wichtig ist, für heute wichtig ist und für die nächsten 1000 Jahre wichtig ist. Dort kritisiere ich unser Bildungssystem als schwach. Das Wichtige wird wenig vermittelt, der Überblick wird wenig vermittelt. Phase 2 war bei mir persönlich die Bilder von Altdorf. Das geht einfach nicht, das Volk. Das war jetzt prägnant für dich, oder? Mhm. Vom Teil, genau. Mhm. Und jetzt Phase 3 ist nichts anderes als fechten, uns einsetzen, friedfertig, mit viel Kraft, so weit es geht, so oft es geht. Die meisten Leute von uns sind berufstätig. Wir haben junge Leute, die in der Ausbildung sind, 100% Job an sich. Eine 30 Stunden pro Woche arbeiten für die Freiheitstriechler. Also plus das ab Samstag ist ja jeder Kundgebung. Wir sind nicht eingegangen, würden wir nicht möglich halten. Wir wollen aber 30 Stunden pro Woche plus Samstag Kundgebungen so weiterfahren. Meine Motivation bleibt die gleich. Für unsere freiheitliche Sache kämpfen. Mit Kern Verfassungsrecht wieder verlangen und leben. Es gibt ja Vereine, wo das in den Statuten drinsteht von den Triechlern, dass politische Aktionen nicht gewünscht sind. Aber bei euch ist es ja jetzt also halt der Fall, ihr seid politisch, ihr seid jetzt nicht zur Dekoration da oder für einfach touristische Augenfreuden oder Ohrenfreuden, sondern ihr seid politisch. Was sagst du dazu? Wir sind ja keine politische Partei und viele von uns haben keine politische Vergangenheit. Indem es jetzt um das Verfassungsrecht geht. Es geht nicht um Verordnung 7b für den Kanton Zürich oder den Kreis Aarau. Es geht um die Verfassung von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, unser Land. Der amtliche Name von der Schweiz heisst Schweizerische Eidgenossenschaft. Es geht um so Wesentliches, dass ich gerade den Vater verloren habe. Wie war die Frage? Du siehst es also als deine Pflicht auch an. Ah, ja. Deine Pflicht an, auch, dass du jetzt nicht nur dazu dienst, dass du also halt den Menschen wirklich Freude bereitest, mit dem schönen Schild, mit den Kuhglocken, mit dem tollen Sound, sondern du sagst,
jeder kann ja nur für sich selber sprechen. Aber für dich ist das so, ja, ich gehe jetzt dorthin und ich bin politisch aktiv, weil das auch als Schweizer auch meine, ich sage jetzt mal nicht nur ein Schweizer, der einen Schweizer Pass besitzt, sondern ich spreche eigentlich jeden auch an in der Schweiz, auch jeden Ausländer, der auch hier lebt. Bitte schön, der darf sich doch auch für die Schweiz einsetzen. Ich meine, viele Menschen kommen zum Beispiel aus Kriegsgebieten. Wo sollen sie denn dann hin, wenn man sich noch nicht mal mehr dann sicher fühlen könnte in der Schweiz, angenommen, das PMT-Gesetz würde halt rauskommen, ja, und würde dann für Jahr bestimmt werden. Also ich wollte halt damit zum Ausdruck bringen, die Trächler sind jetzt politisch aktiv. Ist das richtig? Weil man die Verfassung schützt, ist es damit eine politische Angelegenheit. Und sehr markant, der Menschenschlag von uns Freiheitlichen, die natürlich wieder Individualisten sind. Wir haben keinen Diktator, der befiehlt. Das wollen wir nicht. Es sind freie Menschen. Die sind, unsere Freiheitsträger sind sehr selbstbewusst. Heute zum Beispiel haben wir im Vorfeld gesagt, was der Veranstalter uns angeboten hat. Das haben wir besprochen, haben zugesagt. Der zweite Rundgang, Trichler, befehle ich denen nicht. Das passt nicht. Ich sage, so ab dem 4. Hat der Veranstalter vielleicht gerne noch mal einen Umzug von uns. Und ich habe ihm zugesagt, dass ich euch frage, wenn ihr. Und jetzt haben wir gesehen, sind ja also wieder eine riesige Anzahl ist dabei gewesen. Aber es passt nicht zu uns, wenn einer befiehlt. Das sind Tellen, Charaktere. Die wollen gefragt werden, die sagen dann schon, wenn sie mitmachen. Und natürlich, weil wir uns alle kennen, sind fast mehr gekommen als beim ersten Rund. Ich habe gedacht, ein Dutzend kommen, aber es sind ja wieder über 20, glaube ich. Ich habe es von vorne nicht so können zählen. Man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt schönes Wetter, aber es hat wirklich, wirklich am Nachmittag ab 2, es hat so geregnet. Ihr habt mir wirklich auch wirklich leid getan, weil das ist... Es hat wunderbar geschiffen und das ist schön. Der Regen ist auch wert, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wir geniessen auch den Regen. Und insofern, wir kommen nicht aus politischen Küchen, viele von uns. Es geht aber um die Verfassung und damit geht es um Politik, das ist wichtig. Stolz, habe ich angetönt, das ist ganz wichtig, Stolz und freiheitlicher Geist, kein Kadaver gehorsam. Denn noch, was du noch angetönt hast, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Natürlich ist die Abstammung ist eine starke Kraft, die Verbindung mit den Ahnen. Ich habe ja das und die meisten Trichler von uns haben das wahrscheinlich. Gleichzeitig geht es um die Sache. Wir haben mehrfach schon einen Fähndrich gehabt, an meiner Seite, einen Italiener. Hey, der steht früh auf, um 2 vielleicht am Morgen, um in Genf zu sein. Der arbeitet mit. Da gibt es andere Schweizer, die ich auch schätze. Die haben an dem Samstag den Garten gestutzt oder die Hecke gestutzt. Das ist gut, die Hecke stutzen. Aber der Italiener, der Lorenzo, hat mit uns mitgeschafft. Oder schon in freundschaftlicher Verbundenheit haben wir einen Marco aus Bolivien. Der tritt in einer bolivianischen Tracht auf. Und ich habe sie in Genf, unten, in Neuenburg schon über 10 Minuten lang angeschaut. Es ist unerhörte Parallelen, wo die Tracht aus Bolivien hat, aus Lateinamerika. Gerade mehrere Parallelen, mitunter ein Horn, das ich für ein Uri-Horn von weitem gehalten habe. Also, die gehören zu uns, Freiheitsstreichler. Der zieht in seiner bolivianischen eigentlich auch Tracht auf. Die gehören auch zu uns. Schön, dass du das auch zum Ausdruck bringst, weil ich finde auch das auch sehr, sehr wichtig, gerade in der jetzigen Zeit. Mir wurde auch schon einiges zugetragen, so wie, ich getraue mich gar nicht mehr, die Schweizer Flagge rauszuhängen. Oder ich wurde auch schon betitelt als Nazi, ja, weil ich gesagt habe, ich bin stolz darauf, ein Eidgenosse zu sein. Ich finde diese Vorwürfe, diese Diffamierungen, die finde ich so... Ich finde sie noch nicht mal daneben, sondern ich finde sie einfach widerlich. Ja? Ich finde das ganz beschämend, dass Menschen so etwas überhaupt sagen können. Und ich finde es gut, dass du jetzt auch, das ist ja auch wie so ein Aufruf, dass die Menschen aus solchen Veranstaltungen, die wir das auch hier haben, das sind Menschen so wie du und ich, mit Herz und Verstand, ja, und wo auch wirklich halt jeder herzlich willkommen ist, ob nun schwarz, grün, blau, rosé, egal welche Nationalität. Wichtig ist doch der ethische und moralische Kodex, oder?
dass Menschenrechte einfach halt wahrgenommen werden. Ich schätze dich, ich erkenne dich, ich erkenne dich an und wir begegnen uns also auf Augenhöhe. Da gibt es nicht rechts oder links oder wie auch immer, sondern bist du ein Mensch. Und das möchte ich halt eben auch nochmal wirklich halt hervorheben. Das ist so wie das halt die Deutschen sich nicht getrauen, eine Deutschlandflagge rauszuhängen, okay. Nein, es ist auch nicht okay, ja, dass sie das nicht dürfen oder dass sie auch beschimpft werden. Weil ich finde, wenn man versucht, den Menschen zu entwurzeln und ihn dann noch nahe bringt, weil sie sich für ihr eigenes Land einsetzen oder für die Bundesverfassung, wo Menschen sogar ins Gefängnis gehen für etliche Stunden, weil sie die Bundesverfassung hochgehalten haben. Und wenn man dann auch, ich habe auch hier gehört schon, da wurden Flaggen wurden konfisziert, weil man auf eine Kundgebung gehen wollte oder Kuhglocken, wie auch immer. Schweizer Flagge sind konfisziert worden. Die Schweizer Flagge, das muss man sich überlegen, ja. Und da, das ist auch ganz wichtig, dass man dann sagt, das ist so eine Diffamierung zu sagen, das sind Rechtsorganisationen oder auf den Demonstrationen, da befinden sich also halt Rechte. Ich finde das ganz schlimm, weil linksextrem finde ich genauso schlimm wie rechtsextrem. Ja? Genau, also ich kann nur für mich persönlich wirklich reden. Ich nehme die Freiheit, unsere Schweizer Fahnen, unsere Schweizer Flaggen oder wenn es mal sind, unsere Schweizer Wappen frei zu zeigen, frei zu tragen, frei mit den Schweizer Fahnen durch Schweizer Ortschaften zu schreiten, wo ich will. Komme, was da wolle. Punkt und Amen. Damit so irgendeine komische Gruppierung, die du zu Recht ansprichst, haben wir gar nichts zu tun. Habe ich nie etwas gesehen. Insofern können wir voller Ruhe, in der grössten Ruhe, mit dem grössten Selbstbewusstsein sagen, wir stehen für die Verfassung ein. Dann ist die Frage eigentlich beantwortet. Für die Verfassung. 1848. In der jetzigen Form, 2021. Damit ist eigentlich, sind die Fragen geklärt, die ja häufig aus so ein bisschen feindseliger Küche kommen. Aber wir ruhig, kraftvoll und selbstbewusst können gerne auf die Verfassung verweisen. Wir, die Freiheitsstreichler, stehen für die Verfassung. Was glaubst du, wenn die Ahnen der Eidgenossen jetzt reden könnten, was würden sie dir jetzt in dem Moment ins Ohr flüstern? Wenn sie mir könnten ins Ohr flüstern und also würden jetzt die jetzige Gesellschaft kennen, wie sie läuft. Natürlich ist mit 1848 einiges neu reingekommen, was 1291 nicht war. Das ist jetzt eine Frage der Empfindung. Ich empfinde es so, sie würden mir ins Ohr flüstern, mach weiter so. Matthias, was ist deine Botschaft an die Schweizer Bevölkerung? Botschaft an die Schweizer Bevölkerung. Das ist eine Botschaft an alle, die in diesem Land leben. Ja, das ist ein klarer Fall. Also ich rede nur für mich persönlich. Da wird ein grosser Einklang sein innerhalb von der Freiheitsstreichler. Doch wir haben keinen Pressesprecher, dem seine Meinung absolut gilt. Ich rede eigentlich für mich persönlich und habe das Freiheitsstreichler Hemd an, in den Puppen, sich sollte langsam weiter. Aber nehmen wir die Zeit, in aller Ruhe. Mein Ruf geht an alle Eidgenossen und geht an alle Schweizer mit dem Schweizer Pass und geht an alle anderen, die in diesem Land leben, die unseren Grenzen leben. Kommt, sobald es geht, sobald wenn ihr wollt, so fest mit dem Herz dabei, wenn ihr wollt und könnt. Mit dem Kopf eingeschaltet und bringt eure Intuition mit. Ich setze das gleich persönlich mit Bauchgefühl, Empfindung, Intuition, Bauchgefühl, Empfindung. Also die unterste Ebene ist sehr wichtig. Emotionen, Gefühl, Herz, die Mittel und oben der Geist. Alle drei, alle, die hier wohnen, rufe ich auf, kommen. Natürlich ist das freiwillig, die wollen, sollen kommen. Machen alle mit, was zu Bern im Bundeshaus passiert, wie fest unsere Verfassung gelebt wird, betrifft alle, die im Land leben. Vielen herzlichen Dank, Matthias. Sehr gerne, Dankeschön. Nicole. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.